Lass uns spielen. Wo bist du hin? So, und damit herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich habe gedacht, komm, machst du mal kurz eine spontane Aufnahme. Ich habe gerade mal eine Runde gespielt, nochmal mit der, mit dem Gespenst. Und das war eine sehr, sehr interessante Runde. Viermal McThomas, und eine richtige komplette Abschlachtungsrunde. Also es hingen dann irgendwann drei McThomas unten im Keller. Und die vierte ist mir dann noch in die Arme gelaufen. Also eine richtig, richtig krasse Runde. Schade, dass ich sie nicht aufgenommen habe. Am Ende gab es natürlich irgendwie das zu erwartenden Beschwerden von Überlebenden, dass ich natürlich gecampt hätte, klar. Aber echt eine richtig krasse Runde. Also war natürlich eine relativ dumme Runde, als wenn man ein Überlebender war, aber so als Killer mega viel Spaß gemacht. War halt, ja, ne? Wenn ich gerade mit einem Keller aufhänge und ich laufe hoch und der nächste steht oben an der Treppe, ja, ne, was soll man dann machen? Ja, so ungefähr ist es abgelaufen. War eine echt coole Runde. Schade, schade, dass ich es nicht aufgenommen habe. Aber jetzt machen wir noch eine Runde und ich habe sie ein bisschen gelevelt. Wir sind jetzt, haben schon vier Perks hier. Und ich habe reingemacht, dass wir mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu der neuen Map kommen. Ja, weil die wollte ich unbedingt mal sehen und mal zeigen. Und hoffentlich klappt das jetzt mal. Eine geheime Opfergabe, meine Damen und Herren. Das verheißt nichts Gutes. Naja, sie war ja nicht von mir, das heißt, sie kann ja nicht so schlimm sein. Ich bin gespannt. Auf die neue Map vor allem. Also ich habe sie, wie gesagt, noch nie gehabt oder so. Ja. Natürlich mal gesehen auf Bildern oder so. Aber ja. Mal gucken. Ist natürlich jetzt eine asiatisch angehauchte Map. Und das finde ich echt immer ganz interessant, so asiatischer Baustil, japanischer Baustil. So die Gebäude dazu finde ich immer ganz cool eigentlich. Ich spiele ja auch For Honor und dann ist man natürlich mit diesem Baustil quasi immer, wird man damit immer konfrontiert und ich finde den eigentlich echt ganz, ganz schick. So. Die Ladezeiten finde ich nicht so schick, muss ich zugeben. Aber ja. Also das Gespenst gefällt mir richtig, richtig gut. Macht wirklich Spaß mit ihr zu spielen. Gegen sie kann ich noch nicht beurteilen. Wahrscheinlich nicht so spaßig, aber es ist vom vielleicht vom Erschreckungsfaktor her ganz cool. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja noch nie erlebt. Aber es ist echt sehr, sehr cool. Ja, was so. Also die Fähigkeit ist halt echt gut. Wenn man den Dreh raus hat, man muss halt gucken, dass man da man die Überlebenden nicht sieht, übersieht man die halt dann auch oft und rennt quasi dran vorbei. Aber das macht's auch, finde ich, wieder eigentlich ganz cool. Also das, die gefällt mir echt gut. Die Fähigkeit und die Killerin. Und ich habe jetzt zwei Ons drin, zwei grüne, die einerseits die Länge, also die Dauer der Fähigkeit verlängern und andererseits die Aufladezeit verkürzen. Ja, also ziemlich gute Kombo eigentlich. Familiensitz. Ja, Moaku-Anwesen. Los geht's. Neue Map, neues Glück. Schöner Bambuswald direkt hier. Sehr, sehr cool. Ich dachte schon, ich passe da nicht durch. So. Wo seid ihr? Auf meinem Familienanwesen. Wie könnt ihr es wagen, herzukommen? Alle Paletten sind die gleichen wie überall. Die gibt's auch in Asien, diese Paletten. Oh, war da Wasser? War da eine Wasserspiegelung? Muss ich später nochmal darauf achten. Das sah nicht schlecht aus. Das sah echt ganz gut aus. Das gibt es nicht. Es ist dann schwierig einzuschätzen, wo der Überlebende sitzt, wenn man unsichtbar ist und man die auch nicht sieht.
Aber ist echt cool, wenn man da einen Generator ran rennt, unsichtbar, und dann die schön davon hinten angreifen kann. Hallo! Tja. So, ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut und nicht zu leise. Das ist im Menü ein bisschen schwierig zu beurteilen, und hier ist da jemand. Hi! Muss ja nicht wegrennen, Nick. Komm. Bringt ja eh nichts. Ah. Ich verstehe auch nicht, warum man dieses rote T-Shirt anziehen muss. Das macht einen nicht gerade unauffälliger. Naja. Erstmal die Dingsbums, die Toilette. Bei den armen anderen Typen hatte ich schon aufgehangen. Obwohl, na, Mist. Naja, jetzt ist zu spät. Aber Claudette ist meine Besessenheit. Und ich habe den schönen Perk da drin. Das Beste kommt zum Schluss oder so, irgendwie heißt er. Aber gut, wenn er jetzt schon hier ist, dann holen wir uns doch wieder ihn. Wups. Sehr schön. Das verringert die Angriffserholungszeit nach einem Angriff. Wenn ich. Ich krieg quasi einen Token dafür, wenn ich Überlebende schlage, die nicht die Besessenheit sind. Und diese Tokens verringern dann die Erholungszeit. Das ist echt sehr cool mit den Reflexionen. Das sieht gut aus. Die Merkrette ist vielleicht den Typen. Soll sie machen. Ich will ja nicht immer die gleichen jagen. Achso, sie ist in mein. Okay. Ich hab sie getroffen, okay, alles klar. Sie ist in mein Schwert quasi reingesprungen aus dem Schrank. Interessant. Oh, Mist. Verschätzt. So, ich sehe den Keller drin zufällig. Fände ich nämlich ganz gut. Ja. Wunderbar. Der Gast im Keller. Ah, Mist. Egal. Interessant. Okay, es ist jetzt nicht so extrem chinesischer Baustil, finde ich. Also das Dach sieht jetzt nicht so aus. Also nicht so chinesisch, finde ich. Sieht aus wie dieses, wie so ein gammeliges Wellblechdach. Dieses typische. Aber hey. Hier diese Wände sind halt irgendwie so typisch chinesisch. Also, ja. Wahrscheinlich jetzt nicht aktuell chinesisch, aber so typisch traditionell chinesisch. Aber ich sagte lieber nicht zu viel, weil ich nicht zu viel Ahnung davon habe. Hallo, Beck. Brauchst gar nicht, dich hier umzudrehen. Lass uns spielen. Wo bist du hin? Hier ist viel Gestrüpp auf der Karte. Schön. Zack. Von oben weggeschnitzelt. So. Oh, mir fällt gerade ein, ich glaube die Festplatte ist relativ voll. Oh Gott, ich hoffe, es reicht noch für die Aufnahme hier. Oh, oh, oh. Ja, wird schon. Boah, was? Hi, krass. Boah, ey, da hätte ich einen Herzinfarkt bekommen als Überlebender. Wenn du einfach von hinten gepackt wirst. Krass. Hoho.
Der ist hier gerade runtergesprungen. Oder? Ja. Der rennt da hinten hin. Okay. Boah. Also hier ist echt viel Grünzeug. Das ist ein bisschen schwierig, die Überlebende zu sehen. Na gut. Wen haben wir denn da? Schön einen Schlag mitgegeben. Zack. Sehr schön. So. Will ich noch einen Haken hier? Einmal zack, bitteschön. Oh, der andere ist wieder aufgestanden, das geht ja gar nicht. Wer wagt es? Das war jetzt nicht die beste Idee, muss man mal sagen. Von ihm. Aber gut. Jetzt kommt die andere wahrscheinlich, die ihn gerade geheilt hat. Oder er hat drin, dass er sich selbst heilen kann, ich weiß es nicht. Ich kenne seine Perks jetzt nicht, aber. Der ist schon mal weg. Hier war irgendwo noch eine Palette, die ich kaputt machen möchte. Hier. Die habe ich immer gerne aus dem Weg, sodass mir die später nicht mehr im Wege stehen. So, wo versteckt sich die letzte? Mac Thomas war es, glaube ich. Nee, es war Claudette. Es war Claudette, stimmt. Aha, da ist er. Na gut. Gucken wir jetzt erstmal die Claudette. Alter, das ganze Gebüsch ist ein bisschen nervig. Oh, hast du dich zufällig in diesem Baum versteckt, ne? Oh. Spring doch, spring doch. Mist. Ich hätte früher schlagen müssen. Naja. Macht nichts. Erhöht die Spannung. Was ist denn jetzt für eine Aktion? Erstmal Generator machen. Okay. Mache ich auch manchmal, damit sie nicht weiter kaputt gehen, aber das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, ne? Ist ja kaum noch Haken. Hallo, Mac. Ich weiß, dass du da sitzt. Ich weiß, dass du hier noch irgendwo bist. Ja, sie muss ja hier gewesen sein, da waren ja Spuren. Na gut, gehen wir wieder. Ja, sie wurde jetzt eh gleich gerettet, weil sie noch irgendwo sitzt, aber ich will jetzt auch nicht neben ihr da rumstehen. Hä?
Boah, das ganze Gestrüpp hier. Ich finde es ja immer cool, neue Maps, aber das ganze Gestrüpp hier ist schon anstrengend. Wow, wow. So, jetzt hat sie den letzten Generator gemacht, jetzt ist die Luge gleich da. Jetzt müssen wir sie schnell finden. Bevor sie die Luge findet. Hier ist sie. Da. Hätte es nicht rennen sollen. Ah. Verdammt. Jawohl, einmal hat es geklappt. Diesmal hast du nicht die Platte runterhauen können. Boah, sehr schön. Dann geht's ab in den Keller für dich. Zack. Viel Spaß. Ha, schön. Wieder schön alle abgemurkst. Wunderbar. Ja, auf jeden Fall interessant die Map. Von der Gestaltung her so ganz schön. Es ist ein bisschen wirklich fast zu viel Gras, aber gut. Vielleicht ändern sie das auch noch. Gut, dann war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat alles gepasst mit der Festplatte und so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bye, bye.